Fische? Die im Fluss hast du nicht. Okay, ich weiß nicht. Alle auf Position. Es geht los. Ab jetzt ist PA Sports vorbei, Dicker, ich bin fest entschlossen, plan das schon seit 60 Wochen, mein Schweigen wird jetzt gebrochen, rappt ihr Fotzen, dieses Mal bekommt ihr eure letzte Chance, 7 Jahre am Start, ich köpfe den Dom Perignon, 2018 hat mein Label alles abgerissen, aber wird der Labelchef selber mit seiner Platte ficken, heute wird ein Kapitel beendet, hier kommt die Legende, manchmal muss man in den Krieg ziehen, damit man Frieden findet, hab mein Label ohne Hilfe, ohne niemand aufgebaut und in den letzten 7 Jahren 7 Alben rausgehauen, auch wenn ich nie bis an die Spitze kam, wo die Geschichte war. Heute sitzen wir mit 20 Mann am Tisch und ich bezahl. Fick die High Society, A&R sind auf Schmusetrip. Sie wissen, dass Life is Pain ein Investment in die Zukunft ist. Hol mir die Beträge 7-stellig beim Vertrieb auf Bellash. Doch so langsam wird es Zeit für ein paar Hits wie DJ Khaled. Falsche Brüder, die mein Hack essen wollten und unterdrücken. Jede Nacht träum ich davon, wie ich all eure Mütter ficke. Hab den Hass, den ihr gesät habt, an den Falschen rausgelassen. Doch ich stapel weiter Geld, so lang bis ihre Augen platzen. Die Karten sind neu verteilt und LIP wird profitieren. Mein Katalog zählt mittlerweile 300 Millionen Screams, ich erschaffe ein Imperium, wir halten den Kreis geschlossen. Filterungsprozess wird beendet, ich dulde keine Fotzen. Mein Wort hat ihr Gewicht, ich rede und ne Kugel fliegt. Bleib für immer Single, weil ein Löwe keine Hure liebt. Ihr wiegt eure falschen Charakter mit falschen Homies auf. Doch jedem Life is Pain hat, geb ich dieses Jahr ne Rollie aus. Spotify hat mich die letzten Jahre reich gemacht, deshalb konnte ich ruhiger überlegen. Ich hab Zeit gehabt, die Drogen weggelassen, mit Fokus an meine beste Platte. Deutsche Rappers sind Schreckschusswaffen, doch wir sind echte Knarren. Ein wahrer Mann gesteht sich jeden seiner Fehler ein. Massiv ist so ein guter Mensch, ich bereue jede Line. Auch das mit Hafti hat sich irgendwann mal hochgepusht. Doch wir vergeben uns vor Gott, inshallah bleibt dein Sohn gesund. Ich war damals noch jünger mit meinem Herz auf der Zunge, weil mich jeder Zweite verkauft hat für die erstbeste Summe. Battle Rap war mein Ventil, doch in Wahrheit müsste ein anderer kriegen. Mich machten die Bilder von damals zu einer Kampfmaschine. Ich will ehrlich sein, mir kommen die Tränen, wenn ich rede. Casey Rebel war der allergrößte Fehler meines Lebens. Heute rede ich Tacheles und befrei mich nach 14 Jahren davon. Denn ich bin jetzt erwachsen, du Blender, Zeit, dass die Wahrheit kommt, ich nehm euch mit in die Vergangenheit und mach die Akte auf. Nur für meine Seele, Bruder, das ist alles, was sie braucht. So viel Hass geschaut über Jahre, doch heute mach ich Schluss. Bei allem, was unnötig gewesen ist, ist das ein Muss. Das ein Muss, 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 das ein Muss. Karma kann man nicht aufhalten. Oft passieren im Leben Dinge, die wir nicht kontrollieren können. Du hast mit aller Kraft probiert, das hier zu verhindern. Aber keine Angst, ich will dich nur daran erinnern, wer du bist. Wir spulen 14 Jahre zurück an den Anfang, als PA Lyricist im Untergrund bekannt war. Mit 13 sah man mich auf Battles Deutsch-Rapper schlachten, während Vater dachte, ich würde bei Freunden übernachten. In meiner Stadt Essen gab es keinen einzigen mit Rang und Namen, bis ich Echo Freezy mit diesem PA zusammentat. Plötzlich wollte jeder zweite Hosenscheißer Rapper werden. 2004, als ich Casey Rebel kennenlernte. Mit 14 Jahren bin ich zu dumm und zu naiv gewesen, denn unsere Bruderschaft ist für dich nur ein Spiel gewesen. 3 Jahre Unterschied machen viel in der Jugend aus. Du warst 17 Jahre alt, dir war klar, dass du mich brauchst. Heute betrachten wir die Dinge aus meinem Blickwinkel. Der stolze Türke war am Anfang nur mein Mitbringsel. Du kamst nicht klar, weil dir ein kleines Kind den Weg gezeigt hat. Wolltest unbedingt auf mein Level, dachtest, das geht so einfach. Ich war German Dream, Echo wollte meine Platte bringen. Doch ich traute Hüseyin Köksijin, der kleinen Ratte blind. Guck, für Echo bist du nur die Waffe gegen Savas Bruder. Du wirst von den Dreamern ausgesaugt wie eine Maracuja. Pam, scheiß auf diese Leute, geh mit Manuel zu Shrazy. Genau ab diesem Tag hieß mein neuer Partner Casey. Ich hab SAW gemacht, Solo-Business eingestellt. Auf einmal warst du jemand willkommen in meiner Welt. Du warst mein Partner, bei Gott, ich hab dich echt geliebt. Doch in deinem Film war ich von vornherein nur Requisit. Von vornherein die größte Konkurrenz in deinem Schädel. Wenn das nicht die Wahrheit ist, dann komm und schwör auf deine Ehre. Sogar meine Weiberkisten haben dich damals angeekelt. Ich war der kleine Player, über den die Schlampen reden. Wolltest besser sein in allem, darum ging dein ganzes Leben. Denn du verdammtes Elend bist schon immer krank gewesen. Damals hast du Summer angebetet wie ein kleiner Fan. Warum weiß da draußen keiner, von wem ihr euch beide kennt? Ich hab jede Tür geöffnet, die für dich geschlossen war, weil ich ein Trottel war, der auf Kiffe alles zu locker nahm. Der neue Plot war da, Manuelsen, Snacks und B. Wir brachten die heißen Bars, Billo hatte Melodien. Ich war Manuel dankbar für alles und hab nichts erwartet. Du warst der, der hinter seinem Rücken immer Nigger sagte, nur um mir zu zeigen, dass du stärker bist als er.
es ist. Doch ohne das, was er für uns gemacht hat, Dicker, wärst du nichts. Ich wär von German Dream aus irgendwie meinen Weg gegangen. Doch mit SAW Portweiler fing deine Karriere an. Hab dir alles beigebracht, dachte wir teilen dieselbe Leidenschaft. Doch vom ersten Tag an hat dich der Neid gepackt. Nach dem ersten SAW Release war deutscher Rapper Marsch. Kann mich gut daran erinnern, wie du nur am Meckern warst. Bei dir zu Hause hat keiner an deinen Traum geglaubt. Erst seitdem du Kohle bringst, ruhen sich alle auf dir aus. Dir wurde Rap egal, ich hing nur mit Manuel. Doch der Feuer zwischen uns beiden legte, das warst du selbst. Hast dich gestört gefühlt, weil ich den Fokus nicht verlor. Portweiler war die Gang, doch Casey Rebel bricht sein Wort. Manuel und ich haben gestritten, weil deine Lügen kamen. Wie konnte ich jemals glauben, dass wir beide Brüder waren? Ich verließ die Crew, aber du bist bei den Jungs geblieben. Dachte Rap wär für dich tot, wann hast du dich umentschieden? Nur weil ich aktiv wurde, bist du mir wieder nachgeeifert. Doch ohne das Original kommt dein Plagiat nicht weiter. Mein Album war am Start, Vater hat den Vertrieb geklärt. Manuel bekam bis dahin noch keinen Vertrieb geklärt. Nannte das Label Life is Pain und chillte mit Kianusch. Ohne meine Hilfe wärst du gefallen wie Icarus. Hab dir wieder Türen geöffnet, du hast Manuel verkauft. Wie hast du released, PA, klär mir genau dasselbe auch. Hab dich geliebt wie ein Bruder und wieder mitgemacht. Der Glaube daran, dass wir wahre Freunde sind, hat nichts gebracht. Wusste mittlerweile, mit wem ich zu tun hab, aber dachte, dass du dich verändern würdest von da an, wo alles klappte. Wir machen unser Ding und setzen unsere Mucke durch. So war mein Plan, aber du warst wieder auf Kuschelkurs. Mit jedem zweiten Rapper, Hauptsache der Hype wird fetter. Erzähl mir keine Scheiße, ich kenn deine Seiten besser. Sag dir immer wieder, ich habe bei weitem kein Interesse an irgendeinem, wir beide halten die Scheiße Classic. Du warst mit Afti im Kino und meintest, er redet schlecht. Ich mach 100 Bars, aber du schiebst die Probleme weg. Hab Life is Pain verdient, dachte, dass du mit mir kommst. Aber Farid macht Banger Musik und du bist willkommen. Bist willkommen. Du bist ein so krankhafter Opportunist. Ehrlich, Mann, geh mal in eine Therapie und lass dir helfen, Dicker. Und erzähl der Öffentlichkeit doch endlich, dass du Banger verlassen hast, um ein paar Prozente mehr zu verdienen, um auf der anderen Seite Fuß zu fassen. Ich bekomme keinen Nightdeal wegen Farids Ruf. Ich lauf nicht im Radio wegen Farids Ruf. Die deutschen Mainstream-Acts machen keine Features mit mir wegen Farids Ruf. Dicker, was ist los mit dir? Banger hat die Millionen gebracht. Schäm dich mal eine Runde. Ich weiß zwar am besten, dass Dankbarkeit nie unbedingt deine Stärke gewesen ist, aber so? Oh Mann. Naja, wie war das nochmal, als du damals da gesigned hast? Warte, ich zitiere. Lass mich 2-3 Jahre machen und dann scheiß ich auf die Hunde. Ich soll sterben, wenn ich lüg, genauso kam es aus deinem Mund. Guck, ich fand's schade, aber nahm es dir nicht weiter übel. Hab deinen Hype begrüßt, für mich waren wir weiter Brüder. Nur hätte ich nie gedacht, dass deine Fresse auf nem Titelblatt dich sofort zu Gilberto Rodriguez macht. Konnte nicht verstehen, du hast von mir auf exklusiv gemacht. Sagst mir, dass kein Video klappt, weil Banger das verbietet, krass. Auf einmal hat Casey einen poppigen Musikgeschmack. Trotzdem schrieb ich deine Texte, weil du keine Deepness hast. Auf der Straße hat dich Abidin zu einem Hund erklärt. Deshalb seid ihr abgehauen und bis heute nicht umgekehrt. Hattest zu viel Geiz, um der Straße was zurückzugeben. Wie possierst du deine Sklaven, die dir heute Rücken geben? Nach 2 Alben bei Banger ist Giva aus dem Knast gekommen. Der Hype war riesengroß und du wolltest deinen Platz bekommen. Es sah kurz danach raus, als könnte Khatar Farid schaden. Also gingst du mit der Hakennase auf sympathisch blasen. Wolltest einen Vertrag belabern, doch er gab dir kein Gesicht. Jeder, der auf Casey achtet, sieht die Augen einer Bitch. Ich hab dich gedeckt auf meiner Page, obwohl die Scheiße stimmt. Dir ging's nur um dein Gewinn, du handelst wie ein kleines Kind. Wolltest deine Jungs verraten, Mann, du warst schon immer so. Wenn dein Team verliert, bläst du dich bei den Gewinnern hoch. 2012 hat Mo Phoenix, bist du real geschrieben. Du wolltest die Nummer sofort auf Fata Morgana kriegen. Dein größter Hit, aber Mo soll dafür gar nichts kriegen. Wenn es ums Bezahlen geht, bist du pleite wie Argentinien. Nur durch die Nummer, Dicker, ging die erste Platte Gold. Und mit Dagi B im Video machst du deine Hallen voll. Du kleine Sellout-Nutte, hast dich wie ne Bitch verkauft. Jeder lachte dich nur aus und deshalb hast du mich gebraucht. Meine besten Freunde hätten's mir am liebsten nicht erlaubt. Ich hab dir verziehen und dein letztes Mal an dich geglaubt. Hast mir in der ganzen Zeit das erste Mal die Hand gereicht. Denn du hattest Angst vor den Dämonen der Vergangenheit. Casey macht jetzt Pop-Business, aber sein Respekt geht baden auf den echten Straßen und deshalb warst du komplex beladen. Khatar nennt dich ein Peach, obwohl's dein Vater nicht verdient. Das allererste Mal in deinem Pussy-Leben gibt es Krieg. Khatar, verzeih mir die Zeilen, die ich gegen dich geschrieben habe. Aber was soll ich dir sagen? Wenn ich loyal bin, dann zu 100%. Er hat diese WhatsApp-Gruppe gemacht und sich das von mir und den Jungs schreiben lassen. Aber inshallah findest du jetzt deinen Frieden mit dieser Sache. Loyalität ist keine Einbahnstraße, Casey.
Wie ist das, wenn man die Kriege seiner Brüder nie zu seinen eigenen macht, aber selber keinen Krieg ohne seine Brüder führen kann? Du wolltest Radar dissen, machst draußen auf Ghetto-Gangs, doch die meisten Bars kamen von PA und dem Banger-Kämpfer hinter dir im Video, hinter dir als Schüsse fielen. Ich war hinter dir, als dir die anderen in den Rücken fielen. Olasch wurde fast getötet, jeder hat die Nacht erlebt, aber ein paar Wochen später habt ihr ihn dann abgesägt. Dein Diss kam raus und das ganze Land hat dich gefeiert. Der türkische Prinz ist jetzt ein Kurde und hat dicke Eier. Doch die Antwort von Giva musst du um jeden Preis verhindern. Geht es darum einzustecken, bist du nur ein kleiner Pisser. Angst hat dir den Kopf gefickt, du warst die ganze Zeit am Flan. Irgendwie hast du es hinbekommen und er hat eingelenkt. Guck immer, wenn es heikel wird, spielst du mit den Menschen. Bist bereit alles zu nehmen, aber nie die Konsequenzen. Sahst dich als Gewinner, weil dein Gegenspieler Reife zeigte. Durch den Hype um 187 wurdest du vom Neid begleitet. Dachtest Banger wär vorbei und der große Hype ist um. Also gabst du wieder mal einen dicken Fick auf deine Jungs. Lässt dich von den Erfolgen der anderen in die Ecke drängen. Wolltest um jeden Preis in Raf Kamoras Management. Obwohl sich Farid für dich gerade machte, sogar schon geschlagen hatte, saß du an deinem nächsten Vertrag, du Ratte. So wie du fertig warst mit mir, ist jetzt auch Farid dran. Für dich geht's nur um Zahlen, Mann, du bist ein unloyaler Schwanz. Also hieß es vor mir, du wirst Banger-Musik bald verlassen. Dachtest du im Ernst, ich würd mich wirklich von dir sein lassen. Wolltest mich und Kianosch unbedingt auf deinem Label haben, weil du dir zu stolz warst, den Namen Life is Pain zu tragen. Wolltest das Kollabo machen, nur weil ich dich abgecheckt hab. Kam es dann zu Maximum, wo du aussahst wie Summers Backup. Klar bekomm ich mehr Prozente, Büro, ich hab mehr verkauft. Vor mir hast du jeden schon zum Hund gemacht, fertig aus. Summer denkt, er wäre dein Bruder, doch du willst mehr verdienen. Jeder, der dich kennt, weiß genau, was in deinem Herzen liegt. Hinter seinem Rücken bestehst du auf paar Prozente mehr. Man kann's drehen und wenden, doch du hast einfach einen schlechten Kern. Für dich ist Rap nichts wert, du hast dich doch immer schon ein Dreck geschert. Und deshalb setzt du einfach nur aufs beste Pferd. Gehst über Leichen für Erfolg, guck, ich muss gar nichts sagen. Für dich ist dein Teammittel zum Zweck, könnt ihr Farid fragen. iPhone 17 Gold, wieder mal vom Mo geschrieben. Aber schon wieder soll er dafür keine Kohle kriegen. Mo will vor Gericht mit dir, doch ich red ihm die Scheiße aus. Geistiges Eigentum kannst du in Deutschland keinem klauen. Du weißt genau, auf Papieren wärst du gefickt gewesen. Ich hab's geklärt für dich, am Ende ist doch nichts gewesen. Zwei Wochen später hab ich Stress und bin gefickt. Denn mein bester Freund zeigte mir sein dreckiges Gesicht. Ein paar falsche Brüder wollten mich um jeden Preis kaputt bekommen. Bei jedem deiner Krieger hab ich dich immer in Schutz genommen. Es sah so aus, als breche alles über mich hinein. Und genau dann hast du mir dein wahres Gesicht gezeigt. Du bist mit jedem meiner Feinde einfach cool geblieben. Scheiß auf dich und deine Leute, ihr habt mir genug bewiesen. Sie ficken mit meiner Ehre und ziehen die Familie rein. Eine Woche später sieht man sie bei dir im VIP-Bereich. Bei dir in deinem Hotel, wo du Scheiße über mich erzählst. So als wären wir beide Feinde, ich konnte das nicht verstehen. Warum fällt es dir so schwer, bedingungslos loyal zu sein? Für jeden deiner Krieger an der ersten Front, ich war dabei, würde ich alles erzählen. Käme ich heute noch in Untersuchungshaft, im Gegenzug dazu. Sag mir bitte, was hast du gemacht? Wirfst dein dreckiges Auge auf jeden, der was erreicht. Doch der letzte Move in meine Richtung, Dicker, hat gereicht. Und obendrauf bist du noch hart und möchtest Mo bedrohen. Genau wo ich alleine war, wolltest du mein Brot bedrohen. Doch in Wahrheit war ich stärker und härter als je zuvor. Und ab heute zieh ich dich zur Rechenschaft für jedes Wort. Du wirst Mo bezahlen, ob du willst oder nicht. Auf jede Bar folgt deine Bar, ob du willst oder nicht. Es wird Zeit mal einzustecken, ob du willst oder nicht. Denn ab heute kommt die Wahrheit, ob du willst oder nicht. Du lädst meine Feinde auf dein Konzert ein und hast nicht mal die Eier, mir das zu sagen. Erzählst dann noch, du hast mir nicht umsonst eine Narbe verpasst. Machst dich stark damit, dass wir uns vor über 10 Jahren mal geschlagen haben. Okay, jetzt habe ich dir eine Narbe verpasst. Und diese bleibt für immer. Bei allem, was du tust, stellt sich dir eh nur die Frage, was du davon hast. Bedingungslose Freundschaft und Selbstlosigkeit kennst du nicht. Diesen Chip besitzt du gar nicht. Du verlässt dein Label, okay. Aber warum gönnst du den Menschen, die jahrelang an dich geglaubt haben, nicht mal die 20% vom neuen Deal und lässt das fremde Manager für dich machen? Du bist einfach so, du bist krank, du kannst nicht mal was dafür. Und übrigens, an jeden, der meint, ich würde mich vor irgendwem oder irgendwas irgendwo verstecken. Ich bin hier, ruft nur an, ich komme zu euch. Ja, ich hatte auch Probleme auf der Straße hier und da. Doch der große Unterschied zwischen mir und dir ist klar. Ich baue für meine Brüder etwas auf der Straße auf. Du bist eine kleine Ratte und nutzt sie wie Sklaven aus. Doch wenn deine Freunde ihr Leben nach deinem Leben richten, ist es ganz normal, ihnen etwas dafür zu geben. Wichser, ich hatte Probleme, weil eine Ratte da drauf gespuckt hat. Du hast Probleme, weil du alle Menschen ausgenutzt hast. Und irgendwann mal wird das Karma deinen Arsch bekommen. Jeder Hype geht irgendwann vorbei und viele warten schon. Das ist kein Diss, ich kenne jede deiner Drecksgeschichten. Und wenn du darauf bestehst, kann ich dich komplett vernichten. Gib mir einen Grund und ich steinige den Penner. Denn keiner außer PA kennt die Leichen in deinem Keller. Ich hab weder Familie noch deine Ehre eingebaut. Nach 14 Jahren lass ich nur meiner Seele freien Lauf.
Ich weiß genau, dass du dir gerade 3-4 Wege ausmalst. Doch für den Fall der Fälle hab ich ne Armee beauftragt. Ab heute Kopfgeld für den, der mit mir spielen möchte. 25 Mille macht aus Ehrenmännern G-Kräfte. Denk nur irgendeiner in Deutschland daran, mich klein zu machen. Werde ich ihn auf skrupelloseste Weise beiseite schaffen. Bin ich mehr der Junge, den man einfach so verarschen kann. Jahrelang ist mir deine intrigante Art zu nahe gegangen. Warte, Punk, ich bin voller Tatendrang und heiz die Lage an. Auf meiner Festplatte, Dicker, wartet noch ne scharfe Gun. Das war nur ein humaner Punch, fordere nicht den Rest heraus. Denn die restlichen 300 machen dein Geschäft zu Staub. Dein Leben lang bist du ein dreckiger Narzisst gewesen. Brüder, komm an dritter Stelle, für dein Business fickst du jeden. Ob wir diese Sache je mit Schüssen oder Stichen regeln. Guck, zwischen uns beiden gibt's ab heute nicht zu reden. Ja, Mann, das war schon lange überfällig. Aber jetzt bin ich frei. Es hat mir so lange auf meiner Seele gebrannt, Alter. Einer meiner größten Herzensangelegenheiten. Und wir reden hier nicht mal von einem Diss-Track. Für einen richtigen Diss-Track packe ich ganz andere Sachen aus. Aber ich bin nicht hier, um deine dreckige Wäsche rauszuholen. Komm in meine Quere und ich räume dich endgültig aus dem Weg, okay? Warum stehst du nicht dazu, dass du mich indirekt auf dem Unique-Album gedisst hast? Rappst da irgendwas von, du willst mich zersägen? Lag ohne 5 Ghostwriter und 4 Produzenten im Studio, kannst du mich gar nicht zersägen, du Idiot. Ich bin PA, aber die Geschichte von PA Sports endet mit der verfickten Wahrheit. Und daran kann keiner was ändern. Und an jeden, der was zu klären hat, macht euch keine Sorgen. Wir sehen uns.